In diesem Video präsentieren wir euch die Individualität und Flexibilität der NEF-Geräte und bei dem Video wie immer viel Spaß. Herzliche Grüße von Gutsmann Küchen, denn essen gut alles gut und das kommt von Küche gut. Und was gehört in eine gute Küche heutzutage? Natürlich gute Hausgeräte. Und wir sind heute hier bei NEF und ich bin total stolz, wirklich, den Harald an meiner Seite zu haben, denn für mich ist der Harald das Gesicht von NEF auf YouTube. Danke, Robert. Bitte gerne. Also ich mag deine Videos, ich gucke die total gerne, nehme natürlich auch wieder immer Input raus. Und bin total begeistert, dass das geklappt hat, dass wir zusammen vor der Kamera stehen dürfen. Ja, das ehrt mich total, dass ich dich mal hier im Hause begrüßen darf, finde ich super. Und ich zeige dir gerne mal unsere Besonderheiten der Marke NEF. Ja, muss natürlich auch dazu sagen, wir haben im Vorfeld schon mal ein paar Sätze gewechselt. Wir haben es auch schon mal von der Ferne gesehen. Aber ich kann bestätigen, so wie der Harald in den Videos rüberkommt, so authentisch, so ist er wirklich. Ich kann nicht anders. So muss es auch sein. Das ist immer gleich. Es macht halt Spaß bei uns. Ja, super. Also, wir stehen hier vor dem Flex-Design, was letztes Jahr bei euch neu auf den Markt gekommen ist. Ja. Und sag doch einfach nochmal, was der Hintergrund war, beziehungsweise was der Kunde für individuelle Möglichkeiten hat, mit seinen Hausgeräten anzustellen. Genau, das war das Stichwort. Individuelle Möglichkeiten hat der Kunde. Also, natürlich werden gerade schwarze Öfen verkauft, wie Teufel, hätte ich fast gesagt. Nein, wie Sand am Meer, aber... Wie geschnitten Brot, da gibt es sonst... Du kannst es auch schneiden, ganz genau. Aber unsere Kunden haben dann die Möglichkeit, ihr Umfeld anzupassen, ihren Ofen anzupassen, wenn er denn Lust hat. Ob wir das machen, bleibt uns ja jedem selbst überlassen. Aber er könnte zum Beispiel, wenn er seine Küche neu gestaltet, eine neue Farbe reinbringt, eine neue Wandfarbe reinbringt, dann kann er hier unsere passenden vier Farben am Backofen anbringen. Aber nicht nur an den Seitenlesen, so wie sie sie nennen, sondern auch noch den Griff am Backofen kann man tauschen. In Brush Bronze, in Anthracite oder in Metall, also einen Edelstahlfarbton oder natürlich die gängigste Farbe in Tiefschwarz. Ja, das Besondere ist ja, ich sag mal so, Leisten und so, das ist ja relativ einfach. Ja. Aber Griff austauschen ist ja schon sehr besonders. Ja, aber kein großer Akt. Wenn man einen 2,5 mm Imbusschlüssel da hat, das sind kleine Schräubchen. Wenn man schon mal eine Lampe selber montiert hat, dann kriegt man das hin. Das kann man alles ganz easy machen. Bei euch ist das einfach. Ich kenne Hersteller, da ist das nicht so einfach. Okay. Ja. Und dann haben wir noch das neue Twistbed. Das Twistbed ist neben der Slide- und Halttür, die ich euch gleich gerne zeigen möchte, ja eigentlich unser Rückgrat der Marke. Ja. Darüber wird NEF definiert. Das sind unsere beiden wichtigsten Alleinstellungen. Ich habe mal so ein neues Twistbed hier in der Hand. Und auch das Twistbed gibt es dann eben in den passenden Farben, in Schwarz, in Edelstahl und in Brush Bronze. Also da auch eine Homogenität und ich kann dann alles passend zusammenstellen. Aber die Individualität ist ja die Farbe und die Flexibilität ist, dass ich das Twistbed ja auf dem Kochfeld wie auf dem Backofen nutzen kann. Jetzt nimmst du mir natürlich den Spannungsbogen. Ich wollte dir das gleich am Gerät zeigen und völlig überraschend das Twistbed auch am Backofen einsetzen. Ja, das geht. Ja, das haben wir. Das haben wir unsere Zuschauer schon gesehen, die dich kennen, kennen das, denke ich mal, auch schon. Natürlich. Aber wir gehen ja erstmal rüber, die versenkbare Tür anzuschauen, wo ja auch nochmal das ein oder andere Highlight mit dabei ist, weil es ist ja nicht nur die Tür, die da einfach verschwindet. Nee. Na, da habt ihr euch ja auch dann wirklich mit dem Thematik tiefer auseinandergesetzt, dem Kunden wirklich den maximalen Komfort gegeben. Na? Und danach gucken wir uns nochmal die Flexibilität des Twistfests an. Das machen wir gerne. Okay. Ja, Harald, was ist jetzt besonders an der Tür, die im Backofen verschwindet? Weil es ist ja nicht nur, dass die Tür verschwindet. Ja, aber das ist natürlich das, was dem Kunden als erstes auffällt. Ne? Genau. Dass die Kunde, nicht der Kunde verschwindet, sondern die Tür in den Backofen reingeht. Das hat natürlich Vorteile, die liegen auf der Hand. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine Tür von der Garage, vom Hauswirtschaftsraum hätte und hier meine Hochschrankwand in der Küche ist, dann würde die hier niemals eine Tür anschlagen. Ne? Ja. Und ja, der zweite Vorteil, der liegt natürlich auf der Hand, ich komme näher ans Gerät ran, zur Pflege. Je nach Körpergröße ist es auch ein Vorteil, wenn ich hier besser mich... Ja, Pflege oder generell bei der sag mal, täglichen Bedienung, gerade für Leute, die ein bisschen kleiner sind oder Leute, die beeinträchtigt sind körperlich, für die ist das natürlich eine super Mega-Lösung. Ja, und ich kann es natürlich auch dann besser bedienen, ich komme besser ans Gargut heran, habe eine schöne Einsicht ins Gerät, weil ich einfach näher an die Tür rankomme und ich habe nicht ein heißes Element vor mir im Weg.
Ist einfach ein komfortables Ausstattungsmerkmal. Vielleicht hast du es gerade gar nicht wahrgenommen, aber wir sprechen ja bei dieser Ausstattung von Slide und Hide. Ich habe es gesehen. Hide heißt ja bekanntlich verstecken, da ist das Verstecken der Tür mit gemeint, aber mit Slide. Ich habe es gesehen, hier ist ein Gelenk für den Griff drin. Sehr gut, super Robert, du hast aufgepasst, scharfes Auge. Weil wenn man mal langsam öffnet, dann sieht man, wie sich dieser Griff mitbewegt. Der kippt, der bleibt immer vorne. Braucht nicht mit der Hand hier drunter greifen. Okay. Das ist natürlich für das Handgelenk sehr komfortabel. Ne? Und bei vielen Leuten, die merken das gar nicht, wenn man das zu schnell macht. Und dann zeigt es mir immer, dann haben wir es gut gemacht. Das ist so eine intuitive Drehbewegung, die man gar nicht feststellt. Wir haben ein bisschen Neuerungen einfließen lassen. Jetzt mittlerweile ist diese Tür auch nicht nur hier unten gedämpft beim Anschlagen, sondern auch beim Schließen. Das wird immer besser. Ein sanftes Schließen sind wir ja gewohnt von den Möbeln, dass da ja auch alles mittlerweile ganz sich sanft schließt. Na, und jetzt das Ganze natürlich auch beim Backofen. Sehr schön, dass es, wenn die Tür nach unten geht, gerade wenn es vielleicht auch ein bisschen hektischer zugeht, ganz genau. Wenn man das schnell, die Tür schnell öffnet, dass sie dann wirklich dann einfach sanft im Gerät verschwindet und beim Schließen auch wieder. Genau. Kleiner Hinweis noch, Robert, manche Leute denken immer, wenn dann hier die Tür so öffnet, dass dann schon mal Kondensat oder sowas da unten reinlaufen kann. Das höre ich sehr häufig. Da haben manche Ist ja die starke Vermutung, ja? Ja, man kann aber diese Tür, da gibt es auch mittlerweile Videos dafür, innerhalb 20 Sekunden rausnehmen und sauber machen. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist auf jeden Fall gewährleistet. Okay. Das ist natürlich sehr praktisch, gerade halt Pflege der Geräte. Ja. Interessiert ja auch immer die meisten. Na, was ist, wenn ich das Gerät jetzt 1, 2, 3 Jahre in Benutzung habe? Da ist ja doch, kennt man ja. Es kann passieren. Späne. Küche ist ja die Werkstatt, wo wir unsere Lebensmittel zubereiten. Na, also da wird halt wirklich gearbeitet, da wird stellenweise natürlich logischerweise aus der Sache heraus schmutzig. Na, und das darf natürlich hinten raus gereinigt werden. Und wenn die Reinigung halt leicht einfach ist, dann macht das Ganze natürlich noch viel mehr Spaß. Auf jeden Fall. Haben wir dran gedacht. Sehr gut. Apropos Spaß. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal das ganze Thema flexibles Twistpad an. Weil das, finde ich, macht meiner Meinung nach am meisten Spaß. Ja. Harald, bleib mal stehen. Hier stimmt was nicht. Und zwar habe ich doch, wenn ich Geräte übereinander baue, habe ich doch immer den Möbelboden dazwischen. Das habt ihr da extra für die Messe hier geschummelt. Das sind sowieso keine Möbel. Habt ihr geschummelt. Nein. Weil die Leiste, die kenne ich. Damit kann ich ja die Geräte miteinander optisch verbinden. Aber ich habe doch trotzdem den Möbelboden. Robert, du hast echt ein wachsames Auge, muss ich feststellen. Ja, Küchenplaner. Ja, du bist ein alter Möbelprofi. Er hat natürlich völlig recht. Wir haben hier mehrere Geräte in einem Ausschnitt verbunden. Die kann man hier nahtlos kombinieren mit unserer Seamless Combination, so nennen wir das. Also wir haben hier keinen Boden mehr nötig. Da ist ein Blechboden hinter, den sieht man aber nicht. Das ist der Trick. Wir können hier mehrere Geräte übereinander kombinieren und dann wieder mit unseren bekannten, gerade gesehenen Leisten durchgehend miteinander verbinden. Und so sieht es halt sehr harmonisch aus. Okay. Ja. Frage, wenn ich das Ganze jetzt plane, gebe ich ja dem Möbellieferanten die entsprechende Nischengröße an. Ganz genau. Muss ich jetzt als Küchenplaner den Boden, bekomme ich den von euch? Oder den bekommst du von uns mit. Das ist ein Montagezubehör, das kann man mitbestellen. Ist ja aber sehr wichtig. Für den Kunden nachher unsichtbar. Okay. Das Ganze gibt es hier in der Variante, 120 cm, 45, 60, 15. Oder ganz klassisch, kommen wir gleich noch drauf, 60, 45, also 105 cm. 2x45 geht auch und sogar Seamless jetzt auch mit der Kaffeemaschine möglich. Na, das ist ja cool. Das ist richtig cool. Tolle Idee, seit 2014 schon bei Neff. Aber du hast gut aufgepasst. Sehr cool. So, jetzt lass uns mal rübergehen, wo wir eigentlich hin wollten. Jetzt haben wir ja Eingang des Videos über das Flex-Design gesprochen. Ja. Aber es gibt ja auch noch das Flex-Control. Genau. Und was verbirgt sich jetzt dahinter? Das ist was ganz Spannendes. Ich habe mehrere Möglichkeiten, diesen tollen Backofen zu bedienen. Im Grunde haben wir erstmal einen ganz hochwertigen Backofen mit einem tollen großen Display und einer Kacheloptik. Ja, 6,8 Zoll, ne? 6,8 Zoll, 16 mal 7 cm. Das ist ein sehr schönes, hochwertiges, buntes, klar zu steuerndes Element. Aber du kennst vielleicht selber auch in der Familie, nicht jeder mag auf Glas rumwischen. Du, nicht nur in der Familie, sondern halt wirklich aus den Kundengesprächen heraus gibt es zunehmend immer mehr Kunden, die sich wünschen, wieder
eine haptische Rückmeldung zu haben oder was haptisch manuell einstellen zu können. Genau. Und wollen aber auf den Komfort der modernen Geräte nicht verzichten. Ja. Na? Und genau für diese Leute haben wir ein haptisches Element mit dem Spiel, nämlich unser Twistpad, was auch am Backofen einsetzbar funktioniert ist. Auch auf dem großen Display. Ja, warte mal ab. Nicht ganz mitten drauf, sondern eher seitlich. Ne? Und man aber sieht ich kann schon, das Display damit bedienen. Es ändert sich. Ja, wir haben eine hybride Steuerung. Mhm. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, mich durchs Menü zu navigieren, auf der horizontalen, aber auswählen erfolgt dann immer noch per Tastendruck. Ne? Okay, also das Bestätigen mache ich per Finger, ganz klassisch. Ja, aber das ganz Wischen. Genau. Das klassische Wischen mache ich dann über die Knebel. Der Knaller ist, Robert, mein Bruder ist Linkshänder, der sagt, nee, auf der Seite, morgen geht das nicht. Ich möchte es auf der linken Seite haben. Ja, dann setz doch rüber. Und das Display spiegelt sich jetzt und macht alles andersrum. Ist cool, oder? Da hat jemand mitgedacht. Ja, pass auf. Jetzt kommt zu Besuch oder Weihnachten zu Besuch jemand, der möchte mit dir das große Weihnachtsmenü mitgestalten. Der sagt, nee, ich möchte dich nicht so am Flugzeug bedienen. Das ist mir alles zu kompliziert. Er kennt das nicht. Also muss er kennt das nicht, wie auch immer. Was ich nehme erstmal Bedienungsanleitung. So, bitte? Ich möchte doch einfach nur einen Backofen haben mit Temperatur und Betriebsart, die ich mir einstellen kann. Ja, dann kann ich natürlich zum Kochfeld gehen und ein weiteres Twistpad dazu nehmen. Und pass mal auf. Jetzt bin ich im Klassikmodus. Der fragt ja auch noch, ob ich das wirklich will. Und jetzt habe ich einen Backofen, so wie wir ihn seit Jahrzehnten kennen. Ich habe hier die Möglichkeit, oder du hast die Möglichkeit, die Temperatur zu ändern. Da bin ich jetzt mal der, der den Backofen nicht kennt. Schöne große Zahlen. Die Temperatur ein, das stimmt. Also das ist wirklich sensationell. Ja. Große Zahlen, ne, weil es gibt ja dann doch den einen oder anderen, wo das Augenlicht dann schon nachgelassen hat. Danke. Und hier kann ich die Heizart einstellen. Und da hast du die Betriebsarten auf der linken Seite, so wie man es seit Jahrzehnten kennt. Und er geht gleich automatisch mit dem entsprechenden Temperatur, mit der Temperaturempfehlung mit. Genau so ist es gedacht. Also habe ich ja trotzdem wieder die Intelligenz im Hintergrund, die Software, die das Ganze miteinander kombiniert. Ich kann nach wie vor die Dampfunterstützung mit dazu wählen. Ich habe alle Funktionen, die ich sonst auch habe, aber in einer etwas einfachen Bedieneroberfläche. Hm? Aber das ist halt echt stark. Wenn ich das jetzt wirklich, ich muss das nochmal machen. Also das, genau, das dann gibt er gleich den Temperaturvorschlag mit. Egal, wo ich da unterwegs bin. Und jetzt mache ich innerhalb von 2 Sekunden wieder aus einem klassischen Backofen einen ganz modernen. Zack, da ist er wieder. Da ist er wieder da. Und dann kann ich wieder wischen. Ja, Harald, wie ist denn jetzt der eigentliche Auslieferungszustand? Kriege ich jetzt nur das Display? Das Twistpad mit dazu, ist es super? Wie funktioniert das? Ja, der Ofen als solches ist ja schon komplett. Du kannst ihn ja hiermit wunderbar bedienen. Ist er vollwertig? Ja, genau. Und die Philosophie ist jetzt, ein Twistpad ist ein Zubehörteil. Wenn man möchte, dass man ihn haptisch bedient, dann bestellt man sich ein oder gar 2 Twistpads mit dazu. Okay. Was ist jetzt, wenn ich natürlich, ich nehme den Ofen, bestelle den Ofen, bestellen Kochfeld, weil auf dem Kochfeld habe ich ja auch das Twistpad. Da ist es natürlich mit inkludiert, genau. Da ist es inkludiert. Ja. Kann ich das Twistpad vom Kochfeld jetzt für den Backofen verwenden? Natürlich, ganz klar. Das geht. Das kannst du verwenden, aber oft laufen diese Prozesse ja parallel. Mhm. Wenn ich es dann vom Kochfeld wegnehme, funktioniert es da nicht mehr. Deswegen würde ich mir noch ein zweites mit hinzulegen. Dann hier das zweite dazu. Okay, also habe ich dann klassisch in der Bestellung 3 Twistpad. Genau. Okay. Dann haben wir den Backofen gesprochen. Dann würde ich sagen, zeigst du mir noch mal kurz das Kochfeld? Aber gerne. Oder machen wir das in einem separaten Video? Ja. Ein separates Video, weil hast du mir ein bisschen was dazu zu erzählen? Ja, da kann ich 2 Stunden drüber reden, wenn du magst. Ja, 2 Stunden vielleicht ein bisschen lang für unsere Zuschauer. Nein, aber während wir jetzt zum Kochfeld gehen und das nächste Video für euch vorbereiten, könnt ihr in der Zwischenzeit unsere anderen Highlight-Videos euch anschauen über die Links. Unseren Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren über das Gutsmann-Küchen-Logo. Schaut natürlich auch gern auf dem NEF-Kanal vorbei. Die Videos vom Harald sind wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert. Tschüss, euer Harald.